Servus Kameraden, willkommen zurück zu WOT. Ich bin Keule und im Zuge unserer kleinen Serie oben an der Spitze haben wir das Trainingsfahrzeug für Badger AT15 und Tortoise. Und das ist der AT15A. Wir haben so von der Form her zumindest ein ähnliches Fahrzeug wie die drei genannten gerade eben. Sind allerdings in puncto Panzerung ein bisschen benachteiligt und sind in puncto Kanone massiv benachteiligt, denn die hat nur 150 Durchschlag auf Standardmunition und 239 Durchschlag auf Premiummunition. Und deswegen ist das Fahrzeug mit einem sogenannten Special Matchmaking ausgestattet. Das heißt, wir treffen maximal auf Stufe 8 Panzer. Ich würde es aber nicht empfehlen, da irgendwie das Glück herauszufordern, denn die Achter sind tatsächlich extrem schwer für uns. Genau die haben wir jetzt gerade eben erwartet. Was für eine hübsche Überraschung. Und wir gucken mal, ob wir hier was gegen 7er, ganz sicher, gegen 6er auf jeden Fall, aber gegen 8er ausrichten können. Das wird nicht ganz so einfach sein. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier drüben gleich auf ein paar Gegner treffen. Ich habe jede Menge Premium-Munition dabei. Geht bei der Kiste einfach nicht anders. Ich brauche 239 Durchschlag für den bösen Feind. Ja. Bleibt, wie gesagt, einiges hängen. Gefährlich sind halt, ja, so Kanonen mit 205, 210 Durchschlag oder mehr. Wenn die dann halbwegs genau sind, dann ist mein Weak Spot hier oben recht schnell dran. Auch ziemlich schnell. Was gibt es noch zu der Kiste zu sagen? Ihr habt genau die Crew drin, die ihr dann später, wie gesagt, mit Badger und Co. braucht. Könnt auf dem schon mal ein bisschen euch dran gewöhnen, dass die Mobilität fehlt. Wir haben 68 Tonnen, aber nur 670 PS, glaube ich. Also sind gnadenlos untermotorisiert, 20 km vorwärts, 10 km rückwärts. Wir haben ein bisschen mehr Gun- oder Waffenrichtbereich nach rechts und links. Das ist hier auf jeden Fall der Fall. Und wir haben Gun Depression nach unten 10 Grad, aber nach oben eben auch nur 10 Grad. Das ist nicht besonders viel. So, alle fahren da hinten hin zum Cap. Macht eigentlich auch Sinn, allerdings mit der Kiste. Nicht unbedingt, denn der ist durchaus ungeeignet, um schnell von A nach B zu fahren. Die Leistung habe ich gerade eben schon angesprochen. Die er hat, beziehungsweise die ihm fehlt. Ja. Er gehört in die Stadt, so wie die anderen auch. Ist ansonsten recht lustig, weil einige beim Fahrzeug komplett verzweifeln, wenn er gegen Stufe 5 Fahrzeuge spielt, was ich natürlich dann wieder unfair finde. Da hat kaum eine Chance frontal. Haben viele an der Seite Probleme. Und hier und da ist auch noch mal einer hinten abgeprallt. Hört sich einfach so. Manche Fahrzeuge sind halt ein bisschen so. Da muss man einfach drum rumfahren. Ja? Die Eier muss man dann schon haben. Vielleicht mal eine fressen. Kanone lädt nach 3,49 Sekunden. Das ist recht flott, hat also eine gute DPM von 2600, glaube ich. Das könnte man sogar noch ein bisschen erhöhen, wenn ich verbessertes Equipment einbaue. Dafür halte ich ihn aber nicht für wichtig genug. Da sind andere da. Links ist ein VZ. Kriegt ihr das überhaupt mit? Nicht verdecken, Digga. Obwohl, Kill holen wir uns. Ich gehe mal von aus, wenn ich jetzt hier weiter nach oben fahre, ist dann schon Sense für mich. Jawohl, da wird jemand rausgenommen. Gnadenlos. Da wird auf mich geschossen. Wie kann man mich eigentlich verfehlen? Ich bin groß. Ich bin langsam. Cap wird hinten eingenommen. Zumindest wird es probiert. Während Tiger und IS-6B sich hier ein bisschen vergnügen. Bisschen missgematcht das Ganze hier. Skoda T56 gegen IS-6B. Ist nicht unbedingt besonders lustig. Auf der linken Seite scheint keiner zu sein. Ja, mit Standardmunition weiter. Sonst wohin? Mal die große Frage, fahre ich auf die andere Seite oder bleibe ich da? Besser wäre es in dem Moment daneben da zu bleiben. Zwei Fahrzeuge sind im Cap, das heißt, wir müssten hier ein bisschen mehr Druck machen oder von unten ein bisschen Unterstützung bekommen. Wir haben uns halt aufgeteilt, dagegen hat sich hinten komplett eingegraben. Absolut überhaupt nicht das Spiel für die Kiste hier.
Linksarm ein, der abdeckt. Das heißt, wir können sie auf der rechten Seite ein bisschen rumdrücken. Ah, hier fehlt einfach die Leistung. Also die Motorenleistung natürlich. 4 zu 2, viel abbekommen werden wir hier von denen nicht, denke ich mal. Dürfte gleich auf sein. 5 zu 3 steht's. Ich versuch's mal mit Standardpositionen. Einfach mal, weil ich geizig bin. 6 zu 5. Progetto links, da muss sich jemand drum kümmern. Kann er leider nicht viel machen. Ach, daneben, natürlich. Wo sonst? Können wir die Suche auch wieder umgehen und hoffen, dass wir die anderen nicht beschossen, von den anderen beschossen werden. Mhm. Und darüber. Jetzt muss der IS-6B hier alleine klarkriegen. Ich muss von der Seite ranfahren, ansonsten bin ich ja gleich auf dem verlorenen Posten. Das war nix. Also, bisher noch nichts zusammenbekommen hier. Ich will natürlich eine vernünftige Runde präsentieren. So eine Runde gehören allerdings auch dazu. Muss man ganz einfach sagen. Einfach. Jetzt kommt die DPM. Jawohl, Challenger schießt schon mit Premium-Munition. Jetzt ist mal aber nichts. Geschossen, wird ihm aber gleich nicht viel nützen, denn das Ding ist gleich gewonnen. Ziemlich sicher sogar. Kill. Challenger holt sich jemand anders. Also, ein Kill geholt, 1070 Schaden gemacht, ist nicht so die Welt. Dann aber gleich noch eine zweite Runde hinten dran hängen und hoffentlich ein bisschen mehr Häuserchen sehen und da die Kiste ein bisschen besser in Position und ein bisschen besser in Szene setzen. Joa. Also großartig Spaß macht er nicht, das muss man ganz einfach sagen. Ja, wenn es gegen Achter geht, haltet euch fern von den Achtern. Er brennt selten, das muss man mir auch sagen. Ich habe zwar ein Feuerlöschsystem mit, aber ich habe das glaube ich erst einmal oder zweimal benutzt, habe aber schon einige Gefechte drauf. Bin hier im Mittelfeld gelandet. Wenn Pech habt, fahrt ihr immer dem Schaden hinterher, habt ihr dann halt wirklich Pech gehabt. Aber so hört sich das, muss manchmal so sein. Armin hat ein paar Aufträge für heute, okay. Abrababa und so weiter. Geht in Ordnung. Ich würde sagen, wir hängen die zweite Runde gleich direkt hinten dran, ohne hier zu beschönigen oder zusammenzuschneiden. Nicht, weil ich faul bin, sondern weil ich einfach mal voller King bin. Ja, so sieht's aus. Kommt her, ein scheiß 9er Panzer. Na, Spaß. Das ist Spaß. Gegen 9er habt ihr absolut keine Chance. Null. Wenn irgendwas kommt, Tiger 2, E75 oder irgendwas in der Richtung, könnt ihr euch schon mal anschnallen. So, hier können wir gnadenlos aufräumen, so richtig, richtig böse. Wir müssen uns vor der Arti in Acht nehmen. Eine 7er, eine 6er und eine 5er Arti. Das kommt davon, wenn man 7er, 6er und 5er zusammenmischt. Und ich werde gleich mal anpingen, dass ich hier lang fahren werde. Und dann gleich bis hier direkt nach vorne. Wird halt schwierig, ne? Man muss hinter den Häusern bleiben. Das wird so ein typisches Versteckspiel jetzt hier. Die TDs sind nicht das Problem. Dreimal Arti ist ein Riesenproblem. So ist es. Panzer 5-4 haben wir dabei. Ist das doch richtig? Nee, haben wir nicht dabei. Das sieht ja nur so ähnlich. Ah, das ist der Aufklärungspanzer. So, nach vorne. Wie gesagt, die anderen werden sich hier, denke ich mal, an mir die Zähne ausbeißen. Es sei denn, sie schaffen es in wirklich vorteilhafte Position und können mich immer aus der Flanke beschießen. Das wird aber bei der Karte nicht unbedingt möglich sein. Ist nicht meine Lieblingskarte, überhaupt nicht. Aber es gibt andere Karten, die ich noch weniger mag. Zum Beispiel Ensk, weil ich zu selten. Da würde er wieder recht gut dazu passen, weil ich zu selten schwere Panzer habe. Ist Ensk nicht unbedingt meine Favorite Card. So.
Frage hier rüber. Wir haben allerdings auch niemanden, der in irgendeiner Art und Weise Licht machen möchte. Wir haben ja zwei Aufklärer, beide sind rübergefahren, komplett rübergefahren. Ich denke, dass gleich hier oben links irgendwo einer auftauchen wird, der uns das Spiel versaut. Nee. Keiner da. Eine mit. Gib mir noch eine mit. Ja, ein Panda von drüben. Jawohl. Das versuchst du doch nicht wirklich, oder? Kann ich mir nicht vorstellen. Also, jeder steht irgendwo still. Keiner traut sich so richtig davon. Nicht, dass es irgendwie eh schon typisch wäre. Da ist der T20. Arti, einmal bitte reinhalten. Dark Panda schießt mit EPCR. Ist Top-Tier. Top-Tier TD noch dazu. Geht mir hier zum Beispiel nicht einfallen, seit mir geht wirklich die Standardmunition aus. Blöde Warterei, geht dem Tier auf den Sack. Ich mag das überhaupt nicht. Aber man muss halt warten hier, bis die Arti ein bisschen aktiv wird und den Gegner versucht zu massieren. Auf mich haben sie, glaube ich, nicht so die richtige Möglichkeit zu schießen. Nimmt den anderen raus da oben. T20. Okay. Da ist die Hummel. 20 schießt mit EPCR. Da ist er. Wenn jemand drauf schießen möchte. Ja, also es gibt natürlich absolut null Unterstützung hier. Falls ihr irgendwie denkt, dass sich da irgendwas dran geändert haben könnte, hat sich natürlich nichts dran geändert. Wir sind genauso wie vorher jetzt auch unterwegs. Jeder scheißt auf den anderen. Okay, T67 erstmal eingebüßt. Wir haben unseren Ladeschützen verloren. Ja, keine Chance. Keine Chance. Also hier die halbwegs ein bisschen aktiv irgendwie herumtun, die haben eine Möglichkeit, aber der bleibt hier hinten stehen, der macht nichts, gar nichts. Der macht nicht einen Finger krumm. T34, bleibt hinten stehen, macht nicht einen Finger krumm. Artillerie, brauchen wir eh nicht drüber reden. Ja, aber der bleibt auch hier drüben stehen. Also das ist typische Hasenfuß-Gameplay, was man halt so kennt. Mehr wird's hier nicht. Artillerie hält auch nicht hier rüben rein, mal auf den T20, dass man von der Seite Druck machen könnte. Weil bringt nichts. Macht keiner Druck von der Seite. Das ist es nun mal. Selbst wenn wir da Platz hätten, würde keiner durchdrücken. Jawohl, Arti weiß, wo er ungefähr hockt. Ich würde dann auch mal da wegfahren. Das ist zum Beispiel absolut unverständlich für mich. Nächste Arti-Schelle geht wieder dahin. Und dann ist er raus. Ist nur so eine grobe Voraussage, also so eine kleine Einschätzung, so eine spontane. Keine Ahnung, warum du da hinschießt. Der schießt tatsächlich hierher. Auf diesen Punkt. Ich weiß, ich bin für Lehrvideos nicht unbedingt gut genug geeignet. Vielleicht bist du offen. Aber das ist einfach nur lächerlich. Und weg, 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 weg. Sind nicht aufgegangen oder wir haben kein sonst irgendwas drin. Okay, Artillerie hat da drüben einmal kurz mitbekommen, wo unsere 60 GFT steht. Und dementsprechend dann gleich mal reagiert. Und dann tatsächlich ein bisschen Druck machen können. Nein, hör auf. Hat sich da jemand bewegt? Gibt's das?
Hier oben wird wahrscheinlich keiner sein. Ist nur eine. Okay. Da ist die Stuk. Sturmgeschütz. Gehen wir einen Schuss drauf, wäre cool. Alles sind alles Sachen, an die an einen vorbeigehen. Artillerie fokussiert, wenn es geht, auf einen, der Punkte Beweglichkeit so ein bisschen seine Probleme hat. Und zurückziehen, ein bisschen. Ja, da kann man es natürlich auch machen. Das Ding ist kein Geistbock. Ah, guck an die Arti. Was für eine Überraschung. Ein TD noch, drei Artis und zwei Mediums, ein Heavy. Dann ist hier Sense. Also, liebes Wargaming-Team, da ihr alle fleißig meine Videos schaut, entweder kriegt es mal auf die Reihe oder es wird hier irgendwann mal, glaube ich, ein komplettes Desaster geben. Es bringt nichts, sich das da hinzuschieben, wenn die Art hier auf einen schießt. Die anderen schießen eh nicht auf dich. Die haben da drüben mit einer Super Hackett, mit einem Cromwell T34S und dem VK2805 zu tun. Da muss man auch nicht rüberfahren. Um Gottes Willen natürlich nicht. Man könnte ja was riskieren. Zum Beispiel, dass unsere drei Artis da ein Ziel aufbekommen. Ja Leute, ich muss leider auf den hier drüben gehen. Denn der T43 macht sich immer noch komplett in die Hosen. Das sind echt harte Jungs hier am Spiel. Oh mein Gott. Die ein oder anderen, die mich kennen, wissen ja, dass ich früher ein bisschen American Football gespielt habe. 4 Jahre in Dresden bei den Monarchs und dann nochmal 3 Jahre hier bei mir in Österreich. Als Footballer mag man automatisch nicht dieses Weichei-Gehabe, das man da öfter sieht. Das ist leider hier aktuell mit so der Fall. Schieß drauf, ja. Arti nochmal. Andere Art vielleicht auch. Und weg ist er. Also dieses Spielen aus der zweiten Reihe liegt mir sowieso nicht. Das halte ich auch nicht für eine Weichei-Aktion, sondern dass man teilweise mit Panzern, die für den Nahkampf einfach mal ideal sind, die zu Recht dafür gebaut wurden, dass man mit denen in der zweiten Reihe steht, dass man sich als Top-Tier-Panzer nicht mal zusammenreißt und nach vorn fährt und mal wirklich was tut, das finde ich so katastrophal. Das macht absolut keinen Spaß teilweise. Deswegen ist dieses meine Meinung da, was in puncto Weichei-Spielstil dazu kommt, das ist einfach nur dämlich. Finde ich nicht gut. So, 14 zu 7 steht's. Wir haben von meinem jetzt noch wenig gesehen, aber rein. Wir werden gleich noch eine Runde hinten dran hängen, damit es ein bisschen mehr zu gucken gibt. 324 Schaden ist nichts, ja, das ist okay. Das war eine absolute Katastrophenrunde. Aber da war ich einmal festgenagelt und hat sich das auch schon sofort erledigt. Von daher werde ich da hoffentlich drüber wegsehen. Und ich werde so eine absolute Bombenrunde hinten dranhängen. So, anwenden, auch wenn es überhaupt nichts bringt, aber ich werde nicht viel spielen. Kind und Frau verlangen nach mir. Dann legen wir noch eine Runde mit rein. Also wenn ihr mit dem Fahrzeug unterwegs seid, wenn ihr es habt, wenn ihr es euch zulegen wollt, so als Tipp, wir haben Special Matchmaking, das heißt nur mit Fahrzeugen, die auch Special Matchmaking haben. Auf Stufe 7 gibt es da nicht besonders viele. Ein E25 wäre da zum Beispiel eine Möglichkeit. Oder dieser Panther M10, glaube ich, müsste auch Special Matchmaking haben. Mit dem könnt ihr euch mischen. Würde sogar Sinn machen, mit einem Medium sich zu mischen, beziehungsweise mit einem anderen TD. Ja, dann kommt ihr auf jeden Fall recht gut klar, aber in Achtergefechten seid ihr schon fast massiv überfordert. Geht gleich wieder super los hier. Und ich bin auch noch unten gestartet. Oh Gottes Willen. Ja, warum nicht? Gucken wir mal, ob wir hier irgendwie jemanden niedermetteln können. Ganz, ganz böse. Wird auf jeden Fall meine letzte Runde. Wenn es absolut
nicht funktioniert mit der Runde hier. Wenn ich hier wirklich wieder so abkacke wie gerade eben, dann werden wir noch eine Replay hinten dranhängen, was ich gestern aufgenommen habe. Oder was ich gestern gespielt habe. Damit ihr wenigstens wissen, was für ein Fahrzeug seht. Wie gesagt, die wirklich guten Runden, das ist wieder absolut keine Karte, um hier eine gute Runde abzuliefern. Die wäre vorhin gewesen. Aber mit 3x Auto pro Seite ist das in puncto Lustigkeit doch ein wenig eingeschränkt worden. Und jetzt brauchen wir ewig bis hier hoch. 13 km/h, da wird es noch nicht mal richtig steil. 12, 11. Arterie fährt mir hier um Längen weg. Die anderen Mediums und so weiter natürlich auch. Machen wir uns jetzt vor. Panther im 10er ist er. Da dürfte mit Special Matchmaking dabei sein. Bin ich mir nicht 100% sicher, aber ich glaube schon, dass er SMM hat. Special Matchmaking. So, wir sind bei 8 km/h. Wenn wir erstmal oben sind, können wir knallhart auf 20 beschleunigen. Und sind dann zumindest schneller als die meisten Tiere, die am Boden kriegen. Renegade müsste ich normalerweise hier gnadenlos austoben können. Haben die aufgemacht? Noch nicht. Jetzt fahren wir hier runter. Dürfte ich normalerweise nicht mehr ganz so leicht zu sehen sein, aber er dürfte mich trotzdem aufmachen. VK30 hat normalerweise genügend Sichtweite. Es genügend Panzer eigentlich oben, das Ganze so halbwegs vernünftig zu gestalten, aber egal. Churchill 7 raus. Auf Stufe 6, okay. Also einfach nur so in die Flanke fahren ist nicht. Mit dem Fahrzeug ist es einfach nicht drin. Gibt es den Beschuss von vorn? Sieht doch nicht so gut aus da oben. Mediums halten da drüben einen deutlich besseren Job. Abgeprallt. Okay. Schieß mal die Nummer drauf. Hier ist er schon wieder gestreckt. Bleiben wir auf Standardmunition. Jetzt kommt ein G, der sitzt da. Für lustige Gegner. Und da sind wir gleich draußen. Mal von außen, was ist. Schauen wir das vor. Draußen. Das kommt man weh, immer noch ein Problem. Geben wir noch eine mit. T3485, wenn er in die Seite fährt, war es das. Macht er aber nicht. Sich da zurückgezogen. Mal blind dann durch. So ist ja genügend dabei. Das Problem muss nochmal aufgemacht werden, Leute. Über 1000 Schaden, das sieht schon ein bisschen besser aus. Pfeffer. Okay, 1400 Schaden gemacht, 1220 Schaden geblockt, bisschen Glück gehabt, 1600 Schaden aufgeklärt, 9 zu 6, nicht so übel aus. Könnte man wahrscheinlich da recht gut dabei sein. Artillerie wäre ein Problem. Wenn wir ganz ehrlich sind, ist jeder Panzer aktuell ein Problem. Und wir werden hier ein bisschen weiter runterfahren und versuchen, jeden zu flankieren, der versucht, unseren Cap zu unterdrücken. Wenn sie clever sind, fangen sie jetzt an mit Cap. Wenn sie clever sind, wie gesagt. Da drüben ist die Arti. Schnell eingezielt. Kill, kill, kill. Ab ins Camp mit uns. W-
Wenn er Lust hat, natürlich noch, das ist ja ganz klar. Wir müssen natürlich niemand irgendetwas. Wir müssen will. Renegade wäre wahrscheinlich ein Problem. Der wird locker durchkommen. Beim 45 TP, wenn er ordentlich zielt, die S2S, wenn die ordentlich zielt, ebenfalls. Wir wechseln mal auf Premium. Kannst du noch ein bisschen zugestalten. Clever. Und auch gut genug für den zweiten. Tot. Keiner fährt ins Cap. Ja, wir sind in der Überzahl, aber der Renegade ist nicht zu unterschätzen. Der Renegade hat uns aufgemacht. Ach, wir gehen sonst wohin. Meine katastrophalen Zielkenntnisse. Cap wird eingeleitet. Ziehen wir uns mal zurück. Er muss rauskommen, wenn er hier was retten will. Geh mich auf, wundert mich ein bisschen. Also sieht diesmal nicht ganz so übel aus. Ziehen wir uns noch ein bisschen zurück. 12 Sekunden, 10 Sekunden. So lange geht. Kommt zu spät. Kommt zu spät. Geht vielleicht noch auf einen Schuss an, aber das war's dann auch. Wir sind durch. Wunderbar. Sieg durch Cap. Kann man mal so machen. Jetzt habt ihr mal ein bisschen gesehen, was die Kiste kann, auch wenn sie auf freier Fläche ein bisschen unterwegs war. Okay, was will man machen? Aber die Panzerung kann sich auf jeden Fall blicken lassen, wenn die Leute nicht wissen, wo sie hinschießen sollen. Haben zwei Schüsse oder drei Schüsse. Zwei Schüsse, glaube ich, vom Scorpion G geblockt. Müssen wir gleich mal gucken. Das Ganze ist ein Zweier. Jawohl. 8 Aufträge. 100% auf einen Stufe 4 Panzer. Herzlichen Glückwunsch. Da machen wir auf jeden Fall mal hier so. Wenn sich da noch die Anleihen verdoppeln würden, wäre das echt geil. Egal. Scorpion G. 6 Schüsse habe ich angebracht. Und 2 Schüsse habe ich geblockt. Genau. Sagt er nicht an, wie viel? 2x 490 Schaden. Geblockt. Jo, das ist er, der kleine Lauser sozusagen. AT-15A, mit dem kann man Spaß machen, Spaß haben. Ist halt wie gesagt nicht garantiert. So, für die drei Gefechte habe ich hier 8520 Punkte bekommen. Es waren 3 Siege, 4 Gegner zerstört, selbst zerstört, glaube ich einmal, wenn ich das richtig sehe. Mittlerer Schaden ungefähr 1000, bisschen mehr. Und das sind alles so im grünen Bereich. Ihr seht, ich war wirklich auf einem allerhöchstens mittelmäßigen Niveau. Für den einen oder anderen bin ich deutlich zu schlecht. Auch einer der Gründe, warum ich hier keine Videos mache zu Gameplay oder ähnlichen oder Kartenkunde, weil ich dafür einfach nicht gut genug bin. Das muss man, sag ich, als Insider, ja, von mir selbst sozusagen. So, das war's. Der Badger ist damit abgeschlossen. Das ist das Trainingsfahrzeug. Viel Spaß, wie gesagt, wer den hat. Wenn es euch gefallen hat, Leute, wie immer, draufklicken, ein Like da lassen und natürlich ein Abo für meinen Kanal. Ich würde mich darüber freuen. Ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder und ich bleibe bis dahin natürlich für immer. Eure Keule, macht's gut und ciao.